Wenn ich homosexuell wäre, würdet ihr mich weniger oder mehr mögen? Sollte eigentlich heutzutage überhaupt keinen Unterschied mehr machen. Wem du liebst, wie du liebst, das ist eine freie Welt, in der soll jeder das machen, was er möchte, wenn er damit anderen nicht schadet. Das ist meine Meinung. Hi. Hi. Ich muss schon grinsen. Ich glaube, viele ja? hätten gerne eine Bitte an dich. Aha. Welche denn? Und zwar, könntest du den Leuten helfen und Tipps geben, wie landet man oder wie kommt man gut bei Frauen an? Kannst du mal ein paar Tipps raushauen? Ich weiß gar nicht, wie sie da auf mich kommen. Wir können ja vielleicht mal die Frage so einläuten. Wir haben ja echt viele Kommentare bekommen, ob wir beide zusammen sind. Doch. Im Prinzip sind wir das. Ist da eine Partnerschaft. Aber freundschaftlich. Wir sind halt Freunde. Und geschäftlich mittlerweile. Genau. Noch. Also, nö. Ein ganz klares Nö. Wir sind nicht zusammen. Also auf... Aber wir finden es immer lustig und wir finden es auch gar nicht schlimm, weil wir haben... Ganz ernst, würde es irgendwas verändern, wenn ich homosexuell wäre, würdet ihr mich weniger oder mehr mögen? Sollte eigentlich heutzutage überhaupt keinen Unterschied mehr machen. Wem du liebst, wie du liebst, das ist eine freie Welt, in der soll jeder das machen, was er möchte, wenn er damit anderen nicht schadet. Das ist meine Meinung, von daher... Ja, ich glaube, es ist auch die Meinung von den meisten. Klar, es gibt immer auch Gruppen, die dann... lästern. Aber ich glaube nicht mal, dass da die meisten das ernst meinen. Heutzutage ist es selbst im Profisport, na klar, es ist immer noch schwierig, glaube ich, sich irgendwie zu outen, aber... Aber ich kenne auch so viele homosexuelle Leute. Ich habe Kumpels, die homosexuell sind. Ja, komme ich gut mit denen, klar, und man merkt auch keinen Unterschied. Also, wir sind es nicht, wir beide nicht, aber wie gesagt, ich habe damit überhaupt kein Problem und wie gesagt, ich finde, selbst wenn wir es wären, tja, na und, dann wäre es halt so. Ja, aber jetzt mal zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Fangen wir mal an bei der nächsten Frage, ob ich mir die Brust rasiere. Und damit kann ich das direkt einleiten. Bleib so, wie du bist und verstell dich nicht. Ich glaube, wenn du allein schon selbstbewusst bist und das auch ausstrahlst, kommt das schon in erster Linie gut an. Bei beiden Geschlechtern. Das stimmt. Bei beiden Geschlechtern. Ja. Wir sagen wirklich, wenn du ein cooler Typ bist, und wenn der andere cool ist, wenn es ein Mann ist, dann sagt er, ey, du bist ein cooler Typ. Bleib dir selbst treu. Bleib dir selbst treu, ganz genau. Ich bleib mir selbst treu, deswegen rasiere ich diese Brusthaare nicht ab. Ein Wolverine würde sich auch nicht den Bart abrasieren. Genau. Oder seine Krallen abnehmen. Zweitens. Ein gepflegtes Äußeres. Ich kann das nicht oft genug wiederholen. Ein gepflegtes Äußeres. Du brauchst als Mann, glaube ich, keine High-Class Gucci-Klamotten beziehungsweise irgendwelche dicken Ketten oder Ringe. Also eine Uhr finde ich immer als Mann ist cool. Das drückt auch so ein bisschen Stil. Ja. Und auch ich finde auch so, was drückt das aus? Auch ein bisschen Macht manchmal? Ja, es kann sein. Ist auch ein Statussymbol, ja, ähnlich wie ein Auto. Ja. Also und man sieht so ein bisschen den Typ auch raus. Genau. Habe ich jetzt zum Beispiel eine Golduhr oder ich mag zum Beispiel dieses Schlichte. Also diese Uhr kann ich vielleicht mal separat das Video zu machen. Ja, man jetzt verrat mir jetzt auch nicht. Die es sehen, die wissen es. Die wissen, was das für eine Uhr ist. Und du ja auch. Ja. Aber in erster Linie ein gepflegtes Äußeres. Was ich sehr wichtig finde, wo ich auch bei Frauen drauf Wert lege und auch umgekehrt, sind Zähne. Oder? Ich finde, ein Lachen ist das Erste, was dir an der Person vielleicht positiv auffällt. Ist das jetzt schon der dritte Tipp? Nee, ist immer noch der erste, gepflegtes Äußeres. Weil ich finde, das hat was mit einem gepflegten Äußeren zu tun. Körperpflege. Wobei ich die Ausstrahlung als dritten Tipp... Also, wie trittst du auf? Genau, wo wir wieder beim Selbstbewusstsein wären. Du kannst auch nicht mega gut aussehen, aber trotzdem nett und freundlich und aufgeschlossen rüberkommen, indem du einfach mehr lächelst. Genau. Und positiver denkst und zum Beispiel nicht immer an anderen irgendwas kritisierst, so sondern einfach mal guckst. Genau. Daran merkt man auch, ob jemand mit sich zufrieden ist
Und so tritt er darauf auf. Habe ich mal im Vergleich mit einem Sportler gemacht. Die, die es am meisten drauf hatten, die waren wirklich freundlich, die waren mit sich selbst zufrieden und die haben das irgendwie ausgestrahlt. Und das wirkt schon wieder, ich will es nicht sagen anziehend, aber das wirkte halt beeindruckend. Genau. Durch dieses Selbstvertrauen, was die ausgestrahlt haben. Und wenn du das als Typ oder auch als Frau ausstrahlst, macht das auch attraktiv. Und das geht ja auch alles einher. Ich sag mal, wenn du dir selber treu bleibst, genau, du weißt, was du machst, du gepflegt im Äußeren bist, ja, dann hast du eine positive Ausstrahlung. Ja. Gepflegt im Äußeren heißt übrigens für mich auch, also Zähne finde ich sehr wichtig. Beim Mann wie bei Frau Fingernägel. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als ungepflegte Fingernägel. Kurz gehalten. Lass mal kurz in den Schatten gehen. Komm mal hier hin. Ey, wir machen jetzt aber keine. Meine Haut, die ist so aufgerissen. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt gepflegt, aber es ist der besonderen Situation geschuldet. Ja, das ist. Also ich finde, das muss stimmen. Bei beiden. Dann natürlich, der Klamottenstil, das muss halt einigermaßen passen. Aber auch, kommen wir zum nächsten Punkt. Also ich bin ja, ihr wisst es ja, ich bin jemand, der sich den Sport verschrieben hat. Und wenn du dann ein gutes Körpergefühl hast, gerade auch als Sportler hast du das meistens, strahlst du das ebenfalls aus. Alleine wie du läufst. Wenn du einen geraden Gang hast, die Schultern ein bisschen zur Seite ziehst, das ist... Du merkst, wenn ein Sportler in den Raum kommt, das wirkt schon irgendwie anders, oder? Ja. Der strahlt einfach besser aus. Alleine schon, wie die Klamotten sitzen. Wenn du bei einem Mann halt... Ich finde, ein Mann muss aussehen wie ein Mann. Tut mir leid, wenn ich es jetzt sage, aber diese ganze Hipster-Kacke, das, wo du halt nicht erkennen kannst, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist, das ist... Ja, vielleicht bin ich zu alt. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich zu oldschool. Aber für mich muss ein Mann wie ein Mann aussehen. Ich glaube, das ist halt auch eine Sache... Nicht jeder kann jedem gefallen. Ja, soll ja, muss ja auch gar nicht. Soll aber ja auch nicht, wenn jemand nicht. Was kritisiert oder der eine findet den Philipp jetzt hübsch oder nicht. Oder ich finde es cool, dass du Philipp gesagt hast. Ja. Okay. Man kann da immer drüber streiten, aber es ja, ist halt... Ja. Ja, Geschmack ist Ansichtssache. Genau, Geschmack ist was anderes. Aber ihr wollt ja meine Tipps hören. Und das, glaube ich, kam... Was sagst du zu Humor? Oh, ganz wichtig. Humor heißt aber in erster Linie auch, nicht nur über andere lachen können, sondern auch über sich selber, finde ich. Ist ein wichtiger Aspekt. Ja, und auch zusammen lachen. Zusammen lachen, das ist richtig, das ist richtig. Weil wenn ihr das, also ich finde, wenn man zusammen lachen kann, dann kann man auch andere Dinge zusammen machen. Das stimmt. Und ich finde, wie gesagt, wir kennen uns ja schon länger, gerade weil wir den ähnlichen Humor hatten, der Jonas und ich, oder haben, passt das halt in unserer Art von Beziehung so super. Und das natürlich auch zwischen Mann und Frau. Wenn du halt einen ähnlichen Humor hast, dann kannst du schon gleich sagen, oh, das könnte cool werden. Wenn du gleich merkst, die lacht über Sachen, wo du nicht mal in ansatzweise den Mundwinkel hochziehst, dann kannst du es vergessen. Dann geh nach Hause, such dir eine andere, mach Tinder wieder oder so. Aber nee, also das ist Humor, ganz wichtig, guter Punkt. War das jetzt der vierte Punkt? Das war der vierte, ja. Was sagst du zu Anmachsprüchen? Wenn sie gut sind? Aber es war jetzt kein Tipp. Nur so, nee, es war kein Tipp. Sei selbstbewusst. Das Ding ist, das Video ist eigentlich relativ spontan gerade. Stimmt, wir haben uns einfach nur kurz entschieden, was wollen wir für ein Video machen, weil wir gerade in dieser schönen Kulisse sind. Und da haben wir uns gedacht, erzähl doch mal darüber, wie du bei Frauen am besten ankommen würdest. Genau. Was du ja nicht tust. Sei ein Gentleman. Weil es gibt es heute nur noch selten. Sei nett und höflich zuvorkommend. Nett, höflich zuvorkommend. Ich glaube, das sind drei wichtige Punkte, die Frauen sehr zu schätzen wissen. Ja. Also sei das nicht nur bei einer Frau, die du beeindrucken möchtest. Sei das generell. Also ich finde, das ist eine schöne Art. Sei das bei deiner Oma, bei deiner Mama, bei wem auch immer. Halt jemanden die Tür auf. Sei einfach nett. Das finde ich wichtig, ein Gentleman sein. Das ist. Es gibt ja gerade diesen Film, der Gentleman's Club. War das jetzt Schleichwerbung? Auf jeden Fall finde ich das ein cooles Statement, sei ein Gentleman. Kommt immer gut an, kommt immer gut an. Und ganz ehrlich, ich habe schon. Boah, wenn ich jetzt sage, ich habe schon so vielen Frauen die Tür aufgehalten. Das hört sich echt komisch an. Aber es. Zu 90% sagen die Frauen oder haben die Frauen damit nicht gerechnet, dass ihr jemand die Tür aufhält. Ob das jetzt beim Autofahren, wenn du einfach die Autotür aufmachst, beim Restaurant, es kommt einfach gut an.
es zeigt ja auch dem Gegenüber eine Wertschätzung, dass du es zu schätzen weißt, dass er seine Zeit oder sie ihre Zeit mit dir verbringt. Ich habe es schon mal gesagt, Zeit ist unbezahlbar. Das höchste Gut, was wir haben. Ja, also, ich glaube, das waren die Punkte. Das waren 5 gute Punkte. Selbst wenn es jetzt nicht die 5 konkretesten Punkte sind. Also wie gesagt, wir können jetzt nicht irgendwelche Skills sagen, die schlechthin sind. Ja. Wir sind ja auch keine Vorzeige. Also. Ich bin nicht der Frauenflüsterer. Das war Will Smith. Kann sich jetzt nicht als der perfekte Frauenversteher äußern. Gibt's auch nicht, weil du hast ja verschiedene Typen und jeder steht auf andere Sachen. So sollte es jetzt auch gar nicht rüberkommen, sondern einfach mal generell. Was wir denken, was wichtig ist. Genau. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Seid höflich, seid nett, seid ein Gentleman und dann sind das schon mal ganz gute Voraussetzungen. Daumen da lassen bitte, falls euch das gefallen hat. Falls ihr bessere Tipps habt, wie man ankommt, auch die gern reinschreiben. Und dann überlegen wir uns jetzt noch, welche anderen Videos wir euch liefern können. Wir sagen Tschüss, Jonas winkt auch, aber er hält den Gimbal. Und bis zum nächsten Mal.